einen wunderschönen. Na, Bild? Nein, noch kein Bild. Aber jetzt, oh, ist das Musik laut. Einen wunderschönen Willkommen zur heutigen, warte mal kurz, ich muss mal, oh, danke. Dafür ist es jetzt so still und stumm. Schade. Willkommen zu einer neuen abendlichen Runde. Willkommen zu einem Spiel, was eine Verfilmung ist. Quatsch, wozu es einen Film gibt und wo es eine Verspielung dazu gibt. Das Spiel zum Film. Ich habe weder den Film gesehen, weil er wahrscheinlich nicht einmal ansatzweise auf meiner Humorebene liegt, noch das Spiel ist aus dem Jahre, keine Ahnung, 2007, glaube ich, wenn ich den Installationsmedien hier traue, die ich hier zur Verfügung habe. Und es soll ein lustiges, aber auch kurzes Spiel sein. Und das schauen wir uns einfach an der Stelle an. Ich lasse mich mal einfach überraschen. Es ist so dieses Tramitz, Axel Stein und sonst was Ding, also so dieser typische deutsche Comedy-Humor, wie auch immer. Und ich sag mal, viel Spaß. Es war einmal vor langer Zeit, lange bevor sich endlose Touristenströme über die Alpenpässe der Schweiz ergossen, da hüllte einst ein dunkler Schleier das sonst so saftige Filetstück der Weltkugel in Zwist und Zwietracht. Der unbarmherzige, selbstverliebte Reichsvogt Geßler und sein hinterhältiger, schleimiger Adjutant Rudolf tyrannisierten unter dem Deckmantel der österreichischen Flagge die friedfertigen Schweizer. Nur die alten Geschichtsbücher erinnerten noch an den Tag, an dem das sonst so lebensfrohe Völkchen zum letzten Mal herzhaft lachte. Stattdessen mussten alle Untertanen des Reichsvogts Hut grüßen, der auf einer Stange im Hofe der Trutzburg Enzian im Witt baumelte. Und wehe dem, der den verfleckten Stofffetzen missachtet. Den ließ der gnadenlose Geßler schnurstracks in der Jauchengrube versenken. Ein wahrhaft unrühmlicher Untergang. Leider waren Geßlers Wachen der schweizerischen Widerstandsbewegung immer den entscheidenden Schritt voraus. So scheiterten alle Sabotageversuche kläglich und die Drahtzieher landeten buchstäblich in der Scheiße. Völlig unbeeindruckt vom stinkigen Treiben in der Burg zeigten sich unsere beiden Helden Tell und Walter. Wilhelm Tell, der als fahrender Geschäftsmann durch die Lande zog und den gutgläubigen Bauern ein eher fragwürdiges Haarwuchsmittel andrehte, wollte vergeblich seinen österreichischen Lappen gegen einen echten Schweizer Pass tauschen, denn in den Tiefen seines Herzens fühlte er sich wie ein Schweizer. Eine Sorge, mit der sein bester Freund Walter nicht zu kämpfen hatte. Denn der war mit Leib und Seele ein Eskimo-Prinz vom Nordpol und nur auf der Durchreise. Normalerweise hätten sich die beiden niemals kennengelernt, doch das Schicksal hatte andere Pläne. So geschah es, dass der unbeholfene Walter in eine Gletscherspalte rutschte und jämmerlich erfroren wäre, hätte nicht zufällig Tell dessen klägliche Hilferufe vernommen und ihn aus dem Schlamassel befreit. Seitdem waren die beiden unzertrennliche Freunde, die gemeinsam durch dick und dünn gingen. Doch die Freundschaft sollte schon bald auf eine harte Probe gestellt werden. Na, Blütander. Eines schönen Tages verschlägt es Tell und Walter auf eine immergrüne Alm unweit der bedrohlichen Burg Enzian. Inmitten dieser malerischen Kulisse frönen die beiden ungestört ihrem Lieblingshobby, dem Armbrustschießen. Eine nicht ganz ungefährliche Angelegenheit. Denn weder Tell noch Walter beherrschen Armbrust und Bolzen meisterlich, um es vorsichtig zu formulieren. Aber glücklicherweise ist niemand anders in der Nähe. So zumindest hat es den Anschein. Daneben! Und du willst mit der Armbrust umgehen können wie ein Schweizer Milchbauer mit den Zitzen seiner Kühe? Das spricht nicht für die Milchversorgung in der Schweiz. Lass mich mal ran. Ich schieß den Apfel da oben runter. Unsinn! Der Wind hat plötzlich gedreht und meine Berechnungen durcheinander geworfen. Überhaupt, tu bloß nicht so, als wenn du es besser könntest. Du würdest ja nicht mal einen Eisberg treffen, bevor er schmilzt. Soll ich dich an den armen Ziegenbock von gestern erinnern? Der wollte bestimmt mal eine Familie gründen. Kann ich was dazu, dass er nicht stillgehalten hat? Ich hätte ihm so perfekt die Feldflasche vom Geweih geschossen, aber nein, das blöde Vieh musste ja plötzlich das Bein heben. Ist klar. Der Tüll hat natürlich an nichts. Hey, halt mal den Rand. Hast du das gesehen? Da, in dem Busch da hinten. Da hockt doch ein Österreicher. Wo? Ach da. Nö, das ist ganz klein Spanner. Mensch, sag ich doch.
Ein österreichischer Spanner. Tatsächlich. Ha, dem Strolch werde ich es zeigen. Pass auf, hier mit der Armbrust. Meine Krone. Auweia. Weißt du, wer das ist? Das ist der fiese Reichsvogt persönlich. Das gibt mächtig Ärger. Hab ich's mir doch die ganze Zeit über gedacht, dass die Herren was im Schilde führen. Wie gut, dass ich euch beobachtet habe. Du bist entlarvt, Saboteur. Kurti, Gustl, verhafte diesen schweizerischen Spion wegen Majestätsbeleidigung und Hochverrat. Jawohl, Herr Reichsvogt Gessler, wir stecken ihn in das finsterste Verlies der Burg, wo ihn niemand schreien hört. Aua, nehmt eure Hände weg, ich bin ein Prinz. Till, hilf mir doch. Hilfe! Führt ihr die jetzt ab, oder das was? Das hätten wir. Mach's gut, du Verräter. Bereite dich schon mal auf deine Hinrichtung vor. Niemand versucht ungesühnt ein Attentat auf mein Leben. Aber Herr Reichsvogt, das war doch keine Absicht. Er wollte den Apfel dort oben treffen. Das habe ich anders gesehen. Sei lieber froh, dass ich dich nicht wegen Beihilfe anklage, Kerl. Was treibst du eigentlich hier? Steckst du mit diesem Attentäter etwa unter einer Decke? Ich? Nun, nein. Er ist eher eine Zufallsbekanntschaft. Bis jetzt hat er mir noch nichts davon erzählt, dass er euch ermorden wollte. So. Na gut. Ach, meine schöne Frisur, völlig zerzauste sie durch die Aufregung. Aber keine Sorge, meine Liebe, ich kriege dich schon wieder hin. Du kriegst nachher eine schöne Feuchtigkeitskur. Einem Reichsvogt die Krone vom Kopf zu schießen, ist natürlich keine Kleinigkeit. Darauf steht in dieser Zeit mehr als nur der Tod. Auch wenn der Reichsvogt ein Lump ist und nichts Besseres verdient hat. Nur Till allein weiß, dass Valtar die Tat ganz und gar unabsichtlich begangen hat. Jetzt liegt es ganz allein an ihm, seinen Freund zu retten und dem widerlichen Gessler einen Denkzettel zu verpassen. So kam es also, dass Till nun mitten in den geliebten Schweizer Alpen steht und ein großes Problem hat. Hinter diesen dicken Mauern werden sich in Kürze gar grässliche Szenen zutragen. Sollte Till nicht rechtzeitig seinem Freund zur Hilfe eilen, droht Valtar dasselbe Schicksal wie hunderten anderen vor ihm. Gessler, bekannt für seine abscheulichen Hinrichtungen, versenkt Delinquenten allzu gerne in der Jauche, lässt sie vierteilen, aufknöpfen, einen Topf fettige Haare vertilgen oder foltert sie mit stacheligen Lockenwicklern zu Tode. Bereits in diesem Moment ersinnt der grausame Reichsvogt neue Tötungsvarianten für Valtar, der womöglich schon im Morgengrauen den letzten Atemzug nimmt. Die Rettungsaktion wird für Tell also kein Sonntagnachmittagsspaziergang werden. Schon bald werden sich Tell noch ganz andere Probleme in den Weg stellen. Und er begegnet der schlimmsten Gefahr, der sich ein Mann aussetzen kann. Einer hübschen Frau. Das kann doch alles nicht wahr sein. Schießt dieser Simpel Valtar dem Reichsvogt die Krone vom Kopf. Ich weiß ja nicht, ob das bei Eskimos ein übliches Begrüßungsritual ist, aber in der Schweiz gilt es schon als unhöflich. Jedenfalls muss ich mir jetzt was einfallen lassen, wie ich Valtar da raushole, ehe Gessler ihn einen Kopf kürzer macht. Da ist dieser widerliche Reichsvogt ja schnell dabei. Hat ihn ja nicht mal interessiert, dass das Ganze ein bedauerlicher Unfall war. Als erstes sollte ich wohl versuchen, in die Burg zu kommen. Die werden mich da sicher nicht so einfach reinspazieren lassen, aber wenn ich erst mal drin bin, finde ich hoffentlich einen Weg, um Valtar herauszuboxen. In was für einen Schlamassel hat mich der Kerl da geritten? Wenn ich diesen Eskimo-Einfallspinsel vor dem sicheren Tod gerettet habe, dann mache ich Hackfleisch aus ihm. Das heißt Inuit, nicht Es. Ne? Ja, es ist schon etwas älter. Ich glaube, 2007 ist das Ganze. Da ist auch der Film rausgekommen, zu dem das Spiel eigentlich ist. Also das Spiel ist eher so Beiwerk. Kostete, glaube ich, damals 30 Euro. Und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, ich sage mal stolze, knappe 8 Minuten Intro. Ich weiß nicht, ob das Spiel das auch nötig hat, ne? So lange Intro zu haben. Keine Ahnung. Ja, was haben wir hier? Eine abgebrochene Lanze, die hat auch schon mal bessere Tage gesehen.
Können wir die mitnehmen? Nee. Okay. Eine abgebrochen. Es ist ein relativ einfach gestricktes Menü. Ich habe einen Apfel. Also ich glaube, das ist hier das Inventar. Habe ich hier... Nein, ich habe natürlich keine... Oh... Wirklich keine? Ach du... Ui. F5. F5 kommt zumindest der Speicherndialog. Das ist schon mal schön. Ich gucke... Es gibt ein E wie Exit wahrscheinlich. Gibt es da noch ein G wie Gegenstände? Okay. Ja. Ich habe einen Rucksack. Was ist da drin in dem Rucksack? Mein geliebter Wanderrucksack, der mich schon seit vielen Jahren begleitet. Okay. So. W haben wir nicht mehr. Ach Quatsch, E war ja. E wie Eingang. Können wir mit Steck. Es geht ein. Hey. Ich glaube, der Mann ist Schriftsteller, aber man hört, in letzter Zeit wird er öfter als Märchenonkel gebucht. Ich sollte lieber nicht mit ihm reden. Nachher kaut er mir ein Ohr ab. Das sind die Schlimmsten. Wir haben bloß einen Gegenstand Burg. Aber die sind doch auch da. Ja, Servus, was ist denn das für ein Lärm? Nun gib aber Obacht, dass uns nicht das Tor aus den Angeln fällt. Was wünschst du, Lümmel? So lasst mich doch in die Burg. Immer mit der Ruhe. Warum sollte ich für dich das Tor öffnen? Ach du Gott, ich muss hinein, mein Freund Walter. Ach so, wird er geschrieben. Ist wie Alter, ne? Wartet in der Burg auf mich, ich bin fliegender Händler und bringe exotische Spezialitäten sowie geheimnisvolle. Ja, erkennst du mich nicht? Ich bin Franziskus. Warte hier. Erkennst du mich nicht? Ich bin's, Franziskus, der Sohn vom Reichsvogt. Zurückgekehrt aus dem fernen Paris, wo ich nun endlich meine Lehre als Make-up-Artist und Hairstylist abgeschlossen habe. Willst du mich etwa für dumm verkaufen? Der Reichsvogt Gessler hat nur ein Kind und das ist die liebreizende Sissi. Na warte, für diesen Frevel stecke ich dich ganz tief unten in unseren schimmeligen Kerker. Reichsvogt Gessler? Du sagtest Reichsvogt Gessler. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Dann stehe ich vor der falschen Burg. Die sehen sich heutzutage aber auch alle verdammt ähnlich. Ja. Man sollte mal den Architekten wechseln. Ich bin fliegender Händler und bringe exotische Spezialitäten sowie geheimnisvolle Wundermittel aus fernen Ländern. Bestimmt ist auch etwas für euren Herrn dabei. Ach nein, wir bestellen solches Zeug lieber im Versandhandel. Ich bezweifle außerdem, dass du uns etwas Neues bieten kannst. Ich muss hinein. Mein Freund Walter wartet in der Burg auf mich. Also von deinem Freund Walter habe ich noch nichts gehört. Ist aber auch egal, denn so einfach kommt hier niemand rein. Bist du überhaupt Österreicher? Eins musst du wissen, mit frechen Schweizern machen wir hier kurzen Prozess. Zumindest wenn ich vor einer österreichischen Burg stehe und hinein will, ob Schweizer oder gar Deutsche, was macht das für einen Unterschied? Okay, Ich bin natürlich Österreicher. Zumindest, wenn ich vor einer österreichischen Burg stehe und hinein will. So schaust du mir aus. Zeig mir mal deinen Pass. Du hast doch einen, oder? Ja, natürlich habe ich einen Pass. Warte, ich zeig ihn dir. Gottverdammt nochmal, wo ist er denn? Ach ja, ich hatte ihn doch in meinem Rucksack verstaut. Aber wo habe ich denn den nun wieder gelassen? Im Inventar. Also ohne einen gültigen Pass kommt hier sowieso niemand rein. Nicht mal ein Österreicher. Ich gehe dann mal wieder. Ich hab's doch im Inventar. Ah, da ist ja mein Pass. Sehr schön. Hab ich doch für ihn gemacht. Ja, Kurti. Schaut her, mein österreichischer Pass. Ausgestellt auf Wilhelm Tell, denn so heiße ich. Nun lasst mich bitte in die Burg. Sieh an, ein waschechter Österreicher. Trotzdem wüsste ich keinen Grund, dich in die Burg zu lassen. Willst du einfach nutzlos im Burghof rumstehen? Und am Ende bist du noch ein Schweizer Spion? Dann bin ich angeschmiert. Ich? Ein Spion? Wie kommt ihr nur auf solch einen Gedanken? Ich bin Österreicher, wie er im Buche steht. Groß, kräftig, intelligent und... Was geht hier vor, Wachmann? Habe ich gerade die Worte Spion und Schweizer gehört? Ich melde gehorsamst, da draußen steht ein gewisser Töll, der möchte in die Burg. Tell, nicht Töll. Und jetzt lasst mich endlich rein. Nicht so hastig. Warum wollt ihr in die Burg? Tja.
Man erwartet mich in der Burg. Wer hier wen erwartet, das bestimme immer noch ich. Bist du denn überhaupt Österreicher? Oh Gott, ich hab's doch. Du kommst mir vor wie ein verkappter Schweizer. Ich, ein Schweizer? Tät ich denn furzen, stinken und lügen? Nie im Leben. Ich bin ein rechtschaffener Mensch auf der Suche nach ehrlicher Arbeit. Auf der Suche nach Arbeit bist du? Da kannst du Glück haben, denn wir suchen gerade einen Küchenburschen. Dem Koch ist so ein kleines Missgeschick passiert. Der wird so schnell keinen Suppenlöffel mehr in die Hand nehmen. Der Koch oder? Küchenbursche? Naja, das ist zwar nicht mein Traumberuf, aber für den Anfang. Warum so wählerisch? Küchenbursche ist genau die richtige Arbeit für einen wie dich. Ein Österreicher, der sich freiwillig in die Schweizer Einöde begibt, um sein Glück zu versuchen, verdient nichts anderes. Also, tritt ein, wenn du hier anfangen willst. Na gut, ihr werdet es nicht bereuen. Ich brate euch die leckersten Wiener Schnitzel, die ihr je gegessen habt. Wohlan, dann heiße ich dich willkommen in der Trutzburg Enzian. Und nun Abmarsch in die Küche. Okay, ich bin drin. Aber so viel Dialog, ja. So, E ist wieder Ausgang, G sind die Gegenstände. Scheinbar die... Also können wir uns bloß angucken hier, ne? Das sind zu 100% biologisch abbaubare Pferdeäpfel, die ich garantiert nicht anfassen werde. Warum nicht? Sind doch biologisch abbaubar. Hier ist ein Schlüssel, den nehme ich aber mit. Aber so richtig geistreicher Dialog. Rudolf fletscht die Zähne. Ich glaube, damit will er mir sagen, ich soll hier meine Finger wegnehmen. Wer ist denn Rudolf? Ach, er hier. Hey, Bursche, was lungerst du hier herum? Solltest du nicht in der Küche sein? Man schickt mich, um ein Fässchen Bier zu holen. Wir brauchen es dringend in der Küche. Ein ganzes Fass? Wovon träumt ihr in der Küche eigentlich bei Nacht? Das hier ist das letzte Bierfass in der ganzen Burg. Deshalb bewache ich es ja. Mhm. Diese bierbrauenden Käsefresser sind mit der Lieferung zu spät dran. Na dann gebt mir doch wenigstens so viel, um einen kleinen Humpen damit zu füllen. Das wäre immerhin ein Anfang. Wer bin ich denn, dass ich dem Küchenburschen von den letzten schwindenden Vorräten eines so wichtigen Grundnahrungsmittels etwas abgebe? Geh wieder an die Arbeit. Und wehe, ich erwische dich demnächst in der Nähe des letzten Fasses. Verstanden? Ich muss dann mal wieder. Okay. Na dann, marsch an die Arbeit. Ich habe ein Auge auf dich. So. Da ist der Innenhof, hier ist die Jauchegrube. Okay. Was haben wir noch hier? Gegenstände, Jauchegrube. Hier ist nichts weiter. Fass mit frischem Fisch. Was ist denn das für ein merkwürdiges Aquarium? Die Fässer sind bis oben hin mit frostigem Eiswasser gefüllt und unter der Eisschicht schwimmen ein paar Fische. Naja, wer eine schnelle Abkühlung sucht und frischen Fisch mag, könnte ja seinen Kopf hineinstecken. Holla, das ist gefährlich. Ein falscher Schritt und man landet in der ekligen Brühe. Na, lass ich es auf. So, was haben wir hier noch? Ist nichts weiter, ne? Kann man da hochgehen? Nee. Ah, der Gessler. Der Vogt. Ah, der Reichsvogt residiert bei diesem schönen Wetter direkt auf dem Burghof. Wie praktisch. Vielleicht kann ich ja bei ihm ein gutes Wort für Baltar einlegen. Hast du nichts zu tun, Küchenjunge? Ich bin gerade dabei, euer Abendessen vorzubereiten und wollte mich erkundigen, nach was eurem Gaumen heute gelüstet, Herr Reichsvogt. Willst du etwa sagen, dass du den Speiseplan immer noch nicht auswendig kennst? Dienstags kommt ein Schweinsbraten mit Kloß und extra viel Soße und als Dessert ein warmer Marillenstrudel an einem erkalteten Vanillespiegel auf den Tisch. Und zur Vorspeise einen gesunden Salat, nehme ich an? Seit wann bin ich eine Schweizer Kuh?
und stopfe Grünzeug in mich hinein. Oh nein, ich erwarte eine vollmundige Suppe. Und jetzt sieh zu, dass du in die Küche kommst. Jetzt knurrt mein Magen erst recht. Eine vollmundige Suppe? Mich würde interessieren, ob Rudolf so etwas wie ihr persönlicher Diener ist. Der Dörfi? Der ist doch kein niederer Diener. Der Dörfi ist mein Adjutant und somit der ranghöchste Mann nach mir am Hof. Oh, dann stelle ich mich besser gut mit ihm. Das will ich dir geraten haben, denn der Dörfi wird es noch sehr weit bringen. Pass nur auf, schon bald wird sein Name in aller Welt bekannt sein. Ich kenne ihn nicht. Mein Freund Valtar, den ihr vor kurzem verhaftet habt, zaubert ganz exquisite Suppen in den Topf. Es wäre doch eine Schande, eurem verwöhnten Magen solche Leckereien vorzuenthalten. Wie wär's, wenn ihr ihn freilasst und mir als Gehilfen zur Seite stellt? Das klingt verlockend. Aber Moment mal. Valtar ist doch dieser voluminöse Volltrottel, der mir meine Lieblingskrone vom Kopf geschossen hat. Ich bin doch nicht verrückt und lass einen Attentäter in Fellbekleidung meine Suppe vergiften. Und wenn er nur Kartoffeln schält, darin ist er ein wahrer Meister. Nichts da! An dem dicken Taugenichts wird ein Exempel statuiert. Er wird, lass mich überlegen. Das ist es. Er wird erst gehängt, dann gevierteilt, anschließend geteert und gefedert und zum krönenden Abschluss in der stinkenden Jauche ertränkt. Und zwar exakt in dieser Reihenfolge. Jawohl. Ihr wollt Valtar viermal bestrafen? Ist das nicht übertrieben? Nein, für einen solchen Schurken ist es noch zu wenig. Außerdem muss man als Reichsvogt ab und zu ein Exempel statuieren. Ja, ja, und ja, kenn ich. Es schont den Personalbestand, wenn ich eine Person viermal hinrichte, anstatt vier Personen einmal hinzurichten. Das leuchtet ein, ja, das leuchtet ein. Warum seid ihr eigentlich so streng zur schweizerischen Bevölkerung, verehrter Herr Reichsvogt? Manche nennen es streng. Manche heißen mich auch einen Tyrannen. Dabei helfe ich diesen unterbelichteten Schweizer Käsebauern bloß, von ihrem armseligen Trampelpfad auf die blühende Prachtstraße österreichischer Lebenskultur zu wechseln. Oh mein Gott. Und wenn Sie das gar nicht wollen? Ach was, schau sie dir doch an. Die flehen doch förmlich nach einer Erlösung durch einen großherzigen Herrscher wie mich. Ich möchte meinen Freund Valtar entschuldigen. Er kommt vom Nordpol und hielt eure Hoheit für eine österreichische Wildsau. Die Ähnlichkeit ist zwar wirklich nur sehr oberflächlich, aber trotzdem solltet ihr vielleicht nicht zu böse auf ihn sein. Langsam werde ich wirklich zur Wildsau. Noch ein Wort über diesen Halunken und ich brumme dir eine saftigere Strafe auf. Aber er ist völlig harmlos, ehrlich. Dick und töricht ist er. Deshalb wird er auch erst gehängt, dann gevierteilt, anschließend geteert und gefedert und zu guter Letzt in der Jauche ertränkt. Kapiert? Ja, ja, ja. Schönen Tag Einen noch. Schönen Tag noch. Oh mein Gott, dieser Gessler hat sie wirklich nicht mehr alle. Ich muss Valtar unbedingt befreien, sonst tötet ihn dieser selbstverliebte Monarch tatsächlich viermal hintereinander. Naja, viermal vielleicht nicht, ne? Ist ja dann schon tot. Was haben wir denn hier? Ein Turmzimmer haben wir. Können wir da hingehen? Was ist das hier? Das ist der Kerker, da können wir nicht hin. Es geht nämlich nur eine Aktion, ne? Eine abgeschlossene Kerkertür. Da kommt man nicht so einfach rein. Ja, da brauchen wir einen Schlüssel wahrscheinlich. Hier können wir hergeblieben, hin. Hergeblieben, du Strolch. Was? Strolch? Der Zutritt zum Turm ist für der hergelaufene Küchenburschen verboten. Dort liegen die Gemächer meiner Tochter Sissi und die braucht ihre Ruhe. Ach so. Ach so, okay. Einen schönen Tag noch. Sissi gibt's hier auch, okay. Was haben wir denn noch? G? Hier ist eine Bank. Die können wir benutzen. Oder wir können uns eine Bank einstecken, na klar, warum auch nicht? Bei dieser massiven Holzbank handelt es sich um das Modell Gutsitz, handgesägt von schwedischen Emigranten.
Hier ist ein Stock, können wir den mitnehmen? Der hält bestimmt den Wagen auf. Siehst du, der Wagen steht doch ohne. Ein stinknormaler Stock. Nichts Besonderes. So, was haben wir denn hier noch? Also wir haben hier eine Küche, da können wir bestimmt hin. Wir haben zwar hier Tasten, warte mal, vielleicht gibt es ja noch mehr Tasten. Also wir haben E sind die Ein- und Ausgänge scheinbar. Ne? Wir haben G, das sind Gegenstände, die wir jetzt nicht mehr haben, mit denen wir interagieren können. Die anderen Sachen sind einfach nur hier Hotspot-mäßig. Ich dachte mit Look oder S wie schauen. Nee, warte mal. Vielleicht gibt es ja hier noch ein... Okay, das ist Pause. Wenn das Spiel mal zu schnell ist, dann können wir das pausieren. Hier ist nichts weiter. Was haben wir da? Hier ist auch ein Fenster. Selbst wenn ich mich auf die Zehenspitzen stelle, komme ich nicht zum Fenster hoch. Da müsste ich schon irgendwo draufsteigen. Ah, okay. Geht das? Es geht. So steht die Bank besser. Jetzt kann ich nämlich einen Blick ins Innere des Kerkers werfen, wenn ich draufsteige. Mach das mal. Das muss der Kerker sein, in dem sie Waltar gefangen halten. Schau an, auf dem Hocker unterm Fenster liegt ein Schlüssel. Ich wette, der passt zur Kerkertür. Dummerweise ist mein Arm nicht lang genug, um das Schlüsselchen zu greifen. Also müssen wir es vielleicht rausangeln? Was ist das hier? Feuerholz? Ah ja, verbrennen war ja auch noch irgendwas, ne? Ein kleiner Holzhaufen. Das Holz sieht ziemlich trocken aus und dürfte hervorragend brennen. Apropos, der Stock wird vielleicht eine Angel sein. Das heißt, wir brauchen Strippe. Ach, guck an, das ist Haar. Hab ich dich vorhin Haar gedrückt? Hier, Haar funktioniert. Ha. Steht das eigentlich in der Anleitung drin? Ein kleiner Baum, der etwas mehr Licht vertragen könnte. Ich muss mal jetzt hier in dem hübschen... Zeig mal her. Tatsache, Inventar, alle Hints zu Personen, Gegenständen und Exits im Bild anzeigen. H, alle Gegenstände im Bild, G, alle Exits im Bild anzeigen. Das ist für diejenigen, die sich kontrollieren können. Im Übrigen, warte mal, geht das? Habe ich das hier? Ich glaube, ja, warte mal, geht das? Guck mal hier, so sieht das Ding aus. Nur mal so, ja. Achso, warte mal, reflektiert ein bisschen so. Besser. Wahnsinn. Okay, dann gehen wir mal in die Küche. Da haben wir die Küche. Ha, na Ha ist doch gut. Eine Sanduhr. Habe ich die jetzt gemopst? Nee, okay. Ein Messer? Alte Adventure-Regel, ne? Nimm alles mit. Also das Cover ist super. Ist natürlich vom Film, ne? Was haben wir jetzt mit dem Messer gemacht? Warum hat es so lange gedauert, dass er das Messer eingesteckt hat? Ich weiß es nicht. Schublade. Ist ein Schloss vor. Die Schublade ist verschlossen. Da hilft wohl nur rohe Gewalt. Na, hier Messer ran. Komm, hier so. Da. Was mache ich hier eigentlich? Jedenfalls nicht das, was ich möchte. Eine leicht matschige Melone. Vor 3 Wochen wäre sie sicherlich noch ein erfrischender Genuss gewesen. Eine Melone. Welchen Sinn soll das haben? Kürbisersatz. Schürhaken nehmen wir mit. Damit ziehen wir ihm ja eins über den Schädel oder so. Angelaufenes Silbertablett. Ein altes, ziemlich stark angelaufenes Silbertablett. Ein bisschen mehr Glanz würde dem Ding nicht schlecht stehen. Das können wir bestimmt polieren, wenn er sowas schon sagt. Da ist ein Fleischklopfer. Ein handelsüblicher Fleischklopfer zum Bearbeiten von Fleisch und Küchenjungen, die Widerworte geben. Ein Einkaufszettel haben wir auch noch, ein Kessel. Ein Kessel buntes wahrscheinlich. Ein altmodischer Kupferkessel, der den Errungenschaften der Technik weichen musste. Schneewittchen, Snow White. 20 Liter fettarme Milch, 80 Eier aus Freilandhaltung, 12 Säcke festkochende Kartoffeln, 10 Kilo zarte Schweinenackensteaks, 4 Salamis, 15 Stück Butter, keine Margarine. Das liest sich wie der Einkaufszettel für eine ganze Burg. Oh Mann, hoffentlich muss ich das nachher nicht alles besorgen. Jetzt fällt mir das gerade auf, hier ist eine Mikrowelle, was ist das für ein Quatsch? Das ist ein mechanischer Kasten, in dem man Speisen und andere Dinge aufwärmen kann. Ich glaube, das Essen wird so lange mit tödlichen Strahlen beschossen, bis es freiwillig von selbst heiß wird.
Ja, okay, Kurti Grillrost. Langweilig. Ja, hier ist ein Seil mit Haken. Ein Seil, an dessen Ende sich ein kleiner Haken befindet. Für einen solchen Gegenstand gibt es sicherlich viele nützliche Anwendungen. Und das Seil hängt fest, also schnell was ab. Komm. Ein Seil mit einem Haken dran. Das wird mir bestimmt noch dienlich sein. Und ich weiß wofür. Na, das nenne ich mal eine improvisierte Angel. Ob ich damit je einen Fisch fangen werde? Nein. Aber Waschmittel. Ein Waschmittel mit patentierter Anti-Jauche-Formel. Anti-Jauche-Formel? Dann müssen wir das in die Jauchegrube packen. Der Typ wird wirklich gevierteilt. Ein Wunderwerk der Technik. Wäscht besser als jedes Waschweib und vor allem tratscht es weniger. So, wir reden mal mit ihm hier. Ah, da schau her. Wenn das nicht der Till, unser neuer Küchenbursche ist. Ich bin's, der Kurti. Hey, Kurti. Habe ich dich nicht eben noch am Burgtor gesehen? Bist du gerade die Karriereleiter vom Wachtmann zum Sternekoch aufgestiegen? Ach Ivo, das hat sich der Rudolf ganz fein ausgedacht. Flexible Aufgabenverteilung bzw. Multitasking nennt er das. Aha. Seit dem Koch ein kleines Missgeschick passiert ist, muss das Wachpersonal in der Küche aushelfen. Als ob ich nicht schon genug zu tun hätte. Naja, zumindest bringst du ja schon mal die physischen Voraussetzungen mit, was einen guten Koch angeht. Schaust du nicht gerade aus wie ein Kostverächter? Ach, bei all der Schinderei in der Küche kann einem schon der Hunger vergehen. Hm. Jetzt will der Rudolf auch noch Arbeitszeitkonten einführen. Dabei ahnt schon jeder, dass die Überstunden am Ende auf unser Konto gehen. Wachtmann und Koch gleichzeitig. Das ist Multitasking in Perfektion. Nur pass auf, dass du nicht am Ende die Burg mit einem Suppenlöffel und Topfdeckel verteidigen willst. Du hast gut lachen. In meinem Arbeitsvertrag steht nichts davon. Aber seit der Rudolf den Betriebsrat über alle Berge gejagt hat, ist's aus mit der Gerechtigkeit am Arbeitsplatz. Mensch, dich hätt's aber auch schlimmer treffen können. Stell dir vor, der Latrinenmeister wäre krank. Jetzt machst du mir aber Hoffnung. Dem Koch ist ein Missgeschick passiert. Hat er die Suppe versalzen und muss dafür jetzt die Latrinen mit der Zahnbürste schrubben? Ach, wenn es das nur wäre. Der Koch war sehr gewissenhaft. Doch als er beim letzten Galadinner während des Servierens vergessen hat, den Hut im Burghof zu grüßen, da war's um ihn geschehen. Der Rudolf ließ ihn glatt in die Jauchengrube werfen, der arme Bursche. Er hat vergessen, den Hut zu grüßen? Was meinst du damit? Das ist mal wieder so ein genialer Einfall vom Rudolf, um die Schweizer zu schikanieren. Jeder Schweizer muss den Hut hoch oben auf der Stange im Burghof grüßen. Ganz so, als wäre es ein österreichischer Adelsmann. Für wen halten sich diese Österreicher eigentlich? Rudolf und Gessler werden mir immer sympathischer. Sag mal, was kann man hier eigentlich den lieben langen Tag so machen? Du stehst doch nicht nur am Tor, piesackst unschuldige Schweizer und übst dich nebenbei im Kochen, oder? Wo denkst du hin? Zu Hause, im fernen Österreich. Da war ich Ehrenmitglied im Wiener Kegelclub alle Neune. Bis zum Landesmeister haben wir's gebracht. Wow. Und nun bin ich hierher abkommandiert worden. Und meine letzte Freude ist ein gelegentliches, frisch gezapftes Bier. Okay, für ihn müssen wir das Bier holen. Was ist das eigentlich für ein Schacht da hinten? Das ist was ganz Modernes. Ein halbautomatischer Minilift. Damit befördere ich das Essen hoch in die Gemächer vom Gessler. Eine tolle Erfindung, gell? Okay, den Schacht haben wir jetzt, glaube ich, kaputt gemacht hier, ne? Oder? Du machst das schon. Bis später. Geh du nur und lass mich hier allein mit dem Gemüse. Ja. Oh. Aber Gemüse ist gesund, mein Freund. Wirklich gesund. So, haben wir hier noch irgendwas? Harvey Hotspot. Eine Kotelette. Ein rohes Kotelett. Eine Batterie? Ich frag nicht. So, ich denke mal, wir können uns jetzt hier einen Schlüssel angeln, ne? Ach, die Wolken sind schön hier. Ja, vorsichtig. Der Gessler kriegt nichts mit. Der kriegt nichts mit. Geschafft. So.
Lass mich raten. Der kriegt überhaupt nichts mit, der Kessler. Sesam, öffne dich. Aber überhaupt nichts. Was hast du hier im Kerker zu suchen, Bursche? Der Freiter Tell meldet sich zum Dienst. Ich soll nach dem Gefangenen schauen. Sag mal, willst du mich für dumm verkaufen? Schau dich doch mal an. Hast der nicht mal eine richtige Uniform an? Grüß Gott, ich bin von Clean and Go. Ich soll hier feucht durchwischen. Am besten fange ich dort hinten mit der Zelle an. Da sieht's am dreckigsten aus. Moment mal. Hier wurde noch nie geputzt. Das hätte auch gar keine anständige Kerkeratmosphäre mehr, wenn's hier blitzblank wäre. Nein, wirklich, da besteht kein Bedarf. Und ich glaube auch nicht, dass Gessler sowas angeordnet hat. Servus, ich bin der Tell. Wollt nur mal eben nach dem Gefangenen schauen. Ja, was denkst du dir denn, Till? Ich kann dich doch nicht einfach so zum Häftling lassen. Kein Kontakt mit den Gefangenen. Befehl von ganz oben. Höre ich da ein leichtes Kratzen in deiner Stimme? In meiner Tasche habe ich ein paar wohltuende Kräuterbonbons. Ricola wahrscheinlich. Die würde ich dir geben, wenn du mich nur kurz vorbeilässt. Was, willst du mich etwa mit lausigen Plumpenziehern bestechen? Allein dafür sollte man dich einsperren. Dann könntet ihr zwei euch bis in alle Ewigkeit unterhalten. Nein, nein, so habe ich das nicht gemeint. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen? Ich wollte auch nur ganz kurz mit ihm sprechen. Oh nein, da bin ich standhaft. Kein Durchkommen zum Gefangenen. Gibt es denn da keine Möglichkeit? Wirklich nicht? Ich dachte, ihr Wachen könnt auch mal ein Auge zudrücken. Können ja, aber wollen? Tja, wenn mein Kollege Kurti hier wäre, der würde vielleicht für einen Krug Bier kurz die Augen schließen. Aber Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Und ich sage nein. Wechselst du dich nicht mit Kurti bei der Bewachung ab? Ganz genau. Und wo du es gerade ansprichst, eigentlich sollte meine Schicht längst vorüber sein. Aber irgendwie scheint der Sand in der Uhr einfach nicht zu verrinnen. Merkwürdig. Da berichten wir uns immer ganz genau nach dem Stand der Sanduhr. Das hatte Rudolf so angeordnet. Die Wachdienstschichten werden über die Sanduhr gesteuert? Das muss ich mir genauer anschauen. Ich muss fort. Die Pflicht ruft. Ich hab dich im Auge, Bursche. Okay, die haben mich immer alle im Auge. Lass mich mal raten. Wir haben eine Batterie aus der Sanduhr. Mit neuer Batterie legt die Sanduhr bestimmt einen ordentlichen Zahn zu. Genau, denn je mehr Energie, umso schneller ist sie. Guck mal. Apropos, du, die Uhr. Was willst du schon wieder? Schau mal, die Sanduhr funktioniert wieder. Auf Schweizer Uhren ist eben doch Verlass. Ja, ist es denn wahr? Manchmal könnte man glauben, die Zeit verginge gar nicht und manchmal verrinnt sie wie im Fluge. Kurti, komm bitte runter. Schichtwechsel. Schade, keine Geräusche. Hier ist ein leerer Bierhumpen. Kriegen wir den mit? Da müssen wir bestimmt Bier holen. Für die Ausnahme. Servus, Till. Was suchst du hier drunten? Grüß dich, Kurti. Ich soll dem Gefangenen kleine Pfeile geben, damit er sich die Fingernägel säubern kann. Das mit den Eskimo ist wirklich sehr alt, ne? Inuit. Verstehe ich nicht, warum immer diese Anspielung. Was ist eigentlich mit den leeren Bierhumpen hier? Ja, was ist damit? Ich frag mich nur, wie der hierher gekommen ist. Hier im Kerker ist doch sicher striktes Alkoholverbot. Also, ich weiß eigentlich gar nicht, wie der hierher kommen konnte. Nimm ihn am besten gleich mit in die Küche. Ja. Für den Humpen hast du sicher gerade keine Verwendung, oder? Nein, nimm ihn ruhig mit. Beim Anblick eines leeren Bierkruges werde ich immer so sentimental. Ach, was täte ich dafür, wenn der Krug voller Gerstensaft wäre? Das wär's. Voller Gerstensaft. Okay, voller Gerstensaft, das kriegen wir hin. Glaube ich zumindestens. Warte mal, hier... Waschmittel, können wir das da nicht auch... Das passt nicht zusammen. Ach komm, das passt doch super. Flaschenzug vielleicht... Da das Waschmittel ran? Das lasse ich besser bleiben.
Apropos Rudolf. Servus, Bursche. Gibt es Neuigkeiten? Ihr scheint ja bester Laune zu sein. Liegt das etwa an dem Fass Bier an eurer Seite? Du magst es als Müßiggang deuten, Lakai. Aber falscher könntest du nicht liegen. Schließlich muss ja einer dafür sorgen, dass die Qualität des Bieres konstant bleibt. Das geht nur mit einem fachmännischen Gaumen und regelmäßigen kleinen Proben. Klingt einleuchtend. Sicher braucht ihr auch eine zweite Meinung. Zufällig verfüge ich über jahrelange Erfahrung im Bereich der Brau- und Schnapskunst und könnte zu eurer Expertise viel beitragen. Na, das vergiss mal ganz schnell. Überlass das lieber den Profis, Küchenbursche. Also gut, ich hab's verstanden. Wenn ich an das Bier kommen will, muss Rudolf verschwinden. Aber wie? Wie muss er verschwinden? Ich muss dann mal wieder. Na dann, marsch an die Arbeit. Ich habe ein Auge auf dich. Auf alle Fälle haben jetzt die Leute... Haben Leute jetzt hier ihren Platz gewechselt? Warte mal, der ist jetzt hier, richtig? Ah, warte mal. Können wir den damit machen? Ich denke, man muss hier nur ein bisschen hebeln und drücken. Schlüssel sind doch eigentlich nur was für Anfänger. War's das schon? Ein Kienspan. Ein automatischer Kienspan zum Entfachen eines Feuers. Sehr nützlich, wenn in der Küche mal die Mikrowelle ausfällt. Oh. Warum hat er hier irgendwas anderes am Dialog? Ansonsten machen wir draußen Feuer an. Ach, schau her. Der Till schon wieder. Ja, der Till. Ach Gott, hier. Dich trifft man ja überall. Ja, seht sich schon wieder in der Küche. Ich frage mich nur, wieso. Ich habe die Schublade aufbekommen. Jetzt kommst du dann wieder an alle Geräte ran. Ich habe die Schublade aufbekommen. Jetzt kommst du wieder an all die Geräte ran. Wunderbar. Dann muss ich endlich die Kartoffeln nicht mehr mit der bloßen Faust stampfen. Oder die Suppen mit der Hand umrühren. Oder... Nun, du verstehst schon, wie ich das meine, nicht? Okay. Hätten wir vorher mit ihm sprechen sollen und er hätte gesagt, er muss da an die Schublade ran, oder wie? Ich gehe dann mal. Kann es sein, dass wir... Aber nicht zu weit weg. Es wartet Arbeit auf dich. Kann es sein, dass wir hier die Dialoge gar nicht brauchen? Wir gucken mal. Ich mach mal jetzt hier erstmal das Naheliegendste. Feurio! Kommt doch der kleine Feuerteufel in mir zum Vorschein. Schau an, der Rudolf ist nicht da. Dann muss er der geölte Blitz gewesen sein, der eben an mir vorbeigezischt ist. Wahrscheinlich rennt er wie ein aufgescheuchtes Huhn über den Burghof und versucht, das Feuer zu löschen. Okay, dann nehmen wir schnell den Torschlüssel, weil er nicht da ist. Und dann nehmen wir noch ein Bierchen mit, ne? Und dann können wir das Bierchen dem Kerker-Typen geben. So, warte mal, hier, Bierhumpen, so. Es geht doch nichts über ein frisch gezapftes Bier. Genau. Mit der Kraft der Gerste, ne? Apropos, warte mal, hier oben gab's doch immer, nee. Hier, Tells Aufgaben. Ach, schau mal. Ach, hier kann man sich... Unerledigt, gestern der Reichsvogt hat meinen Kumpel Waltar verhaften lassen. Ich muss den verfressenen Dumpfkopf aus Gesslers Burg herausholen, sonst macht der Vogt ihn mit. Kann ich irgendwas machen? Nö. Warum sind hier unten die Äpfel? Keine Ahnung. Aber wir haben jetzt erstmal Le Biere. So, mein Freund. Hier, guck mal, ich hab was für dich. Das führt zu nichts. Wieso denn nicht? Muss ich das vielleicht hier auf den Welchen Treiber? Sinn soll das haben? Muss ich mit ihm reden, oder was? Servus, Till. Was suchst du hier drunten? Grüß dich, Corti.
Lässt du mich kurz mit den Gefangenen in der Zelle sprechen? Servus, Till. Nein, das geht leider nicht. Anweisung von ganz oben. Okay. Wenn ich das machen würde, bekäme ich mächtig eins drüber. Was willst du überhaupt von dem Aufgeschwemmten? Der Aufgeschwemmte da hinten hat mir zufällig einmal das Leben gerettet. Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit, ein paar Worte mit ihm wechseln zu können? Ach, du weißt doch, wie durstig das viele Rumsitzen macht. Nur leider darf ich den Platz nicht verlassen, sonst spielt der Rudolf Volleyball mit meinem Zierkürbis. Verstehe. Und da dachtest du, jemand wie ich könnte da vielleicht Abhilfe leisten und ein kühles, würziges Nass hier herunterschmuggeln. Das hat so einen negativen Unterton, wenn du das sagst. So ein Humpen, gefüllt mit frischem Gerstensaft, täte meinem Gemüt wahrlich gut. Und ich würde auch ein Auge für dich zudrücken. Das siehste. Also abgemacht. Ich besorge dir einen Humpen frischen Gerstensafts und du lässt mich mit dem Gefangenen sprechen, okay? Das klingt gut. Und nun lass mich in Ruhe meiner Arbeit nachgehen.